Hallo und herzlich willkommen bei Gartenzeile. Heute haben wir wieder einen Produkttest. Wir haben uns den Benzinrasenmäher von Brass ganz genau angeschaut. Dieser verfügt über 3 kW, was 4,1 PS entspricht. Aber starten wir erstmal mit dem Aufbau. Der Rasenmäher wiegt insgesamt ca. 30 Kilogramm. Ich habe das hier alleine herausgehoben, man sollte jedoch nur bedenken, wenn man sich das nicht zutraut, dass man gleich zum Aufbau schon eine helfende Hand einplant. Der Benzinrasenmäher ist gleichzeitig auch ein Mulchmäher. Das zeigen wir in diesem Video ebenso. Als erstes haben wir alle Teile also herausgenommen. Der Auffangkorb ist flexibel, Werkzeug ist dabei sowie alle Schrauben. Insgesamt ist der Aufbau schnell, dauert aber jedoch im Vergleich mit einem Akku- oder Elektrorasenmäher etwas länger. Die Handgriffe werden montiert wie bei allen anderen Rasenmähern auch. Die zwei Schrauben werden am Korpus montiert, die Kabel sind bereits befestigt. Da, als wir es ausgedreht hatten, war das Ganze kein Problem, die Schrauben können mit der Hand festgezogen werden. Das mitgelieferte Werkzeug braucht man nur für den zusätzlichen unteren Griff bzw. Halter. Das zeigen wir gleich aber auch noch. Der Aufbau konnte von mir komplett alleine durchgeführt werden, das war weiter kein Problem. Die Anzahl der Teile ist schon recht hoch, gerade auch wieder im Vergleich zu Elektromähern bzw. Akkumähern. Es ist aber auch so, dass natürlich auch mehrere Teile benötigt werden. Es war aber alles dabei. Es war auch noch ein Trichter dabei zum Einfüllen des Öls bzw. Benzins. Die Schraubendreher waren dabei und alle Schrauben natürlich auch. Insgesamt macht der Rasenmäher hier schon einen sehr guten Eindruck. Der Korpus besteht komplett aus Stahl. Lediglich der Auffangkorb, der zusätzliche Halter sowie die Mulcheinsätze bestehen aus Plastik. Mit der Bedienungsanleitung war ich nicht zufrieden. Die war sehr schlecht meiner Meinung nach. Die Bilder waren in sehr kleiner Größe abgedruckt und schwarz-weiß. Ehrlicherweise konnte man darauf so gut wie nichts erkennen. Des Weiteren denke ich, dass die Anleitung für mehrere Rasenmäher verwendet wird. Die abgebildeten Teile unterscheiden sich zu denen, die in einem Karton drin waren. Das war gerade später, als ich versucht habe, den Mulchaufsatz zu montieren, ein größeres Problem. Das konnte ich nicht nur mit der Bedienungsanleitung machen. Jetzt sehen wir nochmal die Montage von dem Schaltknüppel bzw. der zusätzlichen Aufbewahrungsschale. Hier benötigte ich den Schraubenzieher, der dabei war, und die 4 Schrauben wurden einfach festgedreht. Danach war der Aufbau im Groben auch schon fertig. Dann ging es weiter, es musste Öl eingefüllt werden und Benzin. Beim Öl fand ich es ein bisschen ärgerlich, dass ich im Vorfeld, wo ich den Rasenmäher gekauft habe, nicht darauf aufmerksam gemacht wurde, welche Ölsorte dort rein soll. Es ist zwar später noch über den Support hatte ich das geklärt, dass ich 15 W40 Viertaktöl einfüllen muss, es war aber nicht in der Beschreibung ersichtlich. Der Trichter, den wir hier sehen zum Einfüllen des Öls, war im Lieferumfang enthalten. Beziehungsweise ich war mir nicht ganz sicher, ob der jetzt fürs Öl oder fürs Benzin ist oder für beides. Er passte dort auf jeden Fall nicht rein. Es war sehr hakelig und man hat recht viel gekleckert. Das finde ich ärgerlich. Wenn ich schon einen Trichter dazulege in Lieferumfang, würde ich auch erwarten, dass es einer ist, der gut mit dem Rasenmäher kompatibel ist bzw. mir auch einen deutlichen Mehrwert schafft. Denn ansonsten könnte ich mir auch einfach selber einkaufen oder einen vorhandenen benutzen, müsste ihn aber nicht zwangsläufig im Lieferumfang dabei haben. Das war leider wirklich enttäuschend. Aber im Endeffekt auch kein Problem. Man konnte das Öl, was vielleicht ein bisschen gekleckert wurde, ganz leicht wieder abwischen. Ich habe den Ölstand anschließend kontrolliert und dann konnte auch schon das Benzin soweit eingefüllt werden. Das war deutlich leichter und besser zu erreichen, was auch logisch ist, da es natürlich öfters aufgefüllt werden muss als das Öl. Der Rasenmäher benötigt laut Anleitung normales Bleifrei oder Superbleifrei Benzin. Nachdem wir das Benzin eingefüllt haben, konnte es auch schon losgehen. Wir konnten den Rasenmäher das erste Mal starten. Dazu musste 3-mal an diesen Pumpschalter gedrückt werden, der Geschwindigkeitsschalter auf höchste Stufe eingestellt werden und am Startkabel gezogen werden. Das Starten des Rasenmähers ist wirklich angenehm leicht. Wir haben jetzt schon in unseren anderen Rasenmäher-Testvideos wirklich viele Rasenmäher benutzt und das Starten ist hier mit Abstand am leichtesten. Man braucht kaum Kraft und der Rasenmäher startet schon los.
Der Bras-Benzin-Rasenmäher verfügt über einen Radantrieb. In unserem Modell lässt sich die Radgeschwindigkeit nicht einstellen, sondern sie skippt eigentlich nur an oder aus, indem ich den Hebel dafür ziehe. Es gibt ein Modell vom Bras, wo ich hier auch noch zusätzlich eine Geschwindigkeitseinstellung habe. Meiner Meinung nach ist das nicht notwendig, aber wer den Komfort möchte, kann auch zu dem Modell greifen. Von der eigentlichen Technik macht es aber keinen Unterschied. Ich habe eine Höheneinstellung, die muss ich auch nur auf einer Seite einstellen und nicht auf beiden Seiten wie bei manchen Rasenmähern. Das ist auch noch sehr angenehm und ich habe eine wirklich hohe Stufe und eine sehr geringe Stufe. Also insgesamt wirklich praktisch die Einstellung. Wir haben die Lautstärke noch überprüft, ob es sich auch um die angegebenen Werte handelt. Das können wir bestätigen. Wir haben es einmal auf der niedrigsten Stufe gemessen und einmal auf der höchsten Stufe. Aber nun wollen wir beginnen und die ersten Rasenmähversuche machen. Wir haben dazu den Rasenmäher auf die niedrigste Stufe eingestellt und haben erstmal ein paar Bahnen gemäht. Der Rasen war hier noch nicht besonders hoch, hatte eine mittlere Höhe und wir haben mit Fangkorb ohne Mulchaufsatz gemäht. Und der hochwertige Eindruck bestätigte sich hier auch wieder. Das Mähen war mühelos, der Radantrieb ist kraftvoll und man benötigt einfach sehr wenig Kraft. Beim Wenden muss man immer ein bisschen gucken, das ist schon aufgrund der 30 Kilo des Rasenmähers ein bisschen anstrengender. Ist aber für mich selber jetzt erstmal kein Problem und wer große Rasenflächen hat, der wird den Luxus von einem Benzinrasenmäher zu danken wissen. Denn gerade wenn es viel Fläche ist, bietet doch der Rasenmäher mit Benzin große Vorteile gegenüber der Akkurasenmäher. Ein Akkurasenmäher hat einfach nur eine gewisse Reichweite, die ich schaffe. Beim Benzinmäher kann ich erstmal einfach nachtanken, aber auch mit einer Tankfüllung komme ich schon sehr lange aus. Der Mäher hat eine Schnittbreite von 46 cm, was zusätzlich noch sehr breit ist. Wir sehen oben noch diese zusätzliche Halterung, das ist einmal ein Getränkehalter, wo ich eine Cola oder alkoholfreies Bier platzieren kann und eine zusätzliche Klappe, wo ich Handy oder Sonnenbrille reinmachen kann. Beim Getränken muss man immer ein bisschen schauen. Ich habe das jetzt wirklich mal eine schmale Dose reingestellt und eingeschalten und die Vibrationen sind schon sehr stark. Also ob das wirklich sinnvoll ist, weiß ich nicht, aber vielleicht kann man dort ja was anderes reinmachen. Vorne an dem Rasenmäher wirbt Bras selbst damit, dass es ein innovativer Rasenkamm ist, den wir gerade gesehen haben. Ob das wirklich so ist, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Er sieht irgendwie ganz gut aus, ob er wirklich einen riesen Nutzen hat, das weiß ich jetzt nicht. Wir haben dann die ganze Fläche noch einmal zu Ende gemäht, um auch einen guten Eindruck dafür zu bekommen und machen dann weiter mit dem Mulchaufsatz. Wie bereits erwähnt, ist das Einsetzen zu Anfang ein bisschen kompliziert. Wenn man es zweimal gemacht hat, ist es absolut selbsterklärend, aber die Anleitung ist keine große Hilfe. Das finde ich ein bisschen schade. Die Bilder sind wirklich sehr klein und es ist schlecht beschrieben und die Teile, die darauf abgebildet sind, sehen anders aus. Aber der Mulchaufsatz besteht aus zwei Teilen, einmal der Seitenauswurf und hinten einmal eine Art Blende, damit das Gras nicht hinten rauskommt, sondern an der Seite. Das Ganze haben wir auch getestet. Der Rasen sollte immer mittelhoch sein zum Mulchen, sodass er nur wenige Zentimeter hat. Und er sollte am besten trocken sein, damit er über den Auswurf auch noch gut verteilt wird. Wir haben uns zusätzlich auch noch Bewertungen im Internet angeschaut. Und da haben wir wie immer die 3-Sterne-Bewertung uns genauer angeguckt. Da wurde gerade beim Mulchen bemängelt, dass der Rasen nicht gut verteilt wird, sondern in einer Reihe liegt. Das kann ich so nicht ganz bestätigen. Es könnte sein, dass der Rasen dort in dem Fall einfach zu hoch war. Beim Mulchen soll der Rasen gar nicht so hoch sein, sondern nur eine mittlere Höhe haben. Und hat der Rasen die mittlere Höhe, wird er auch gut ausgeworfen. Wir zeigen das gleich nochmal in der näheren Einstellung, wo wir sehen, wie großflächig der Rasen eigentlich verteilt wird. Also damit war ich schon sehr zufrieden. Insgesamt ist auch der Benzinrasenmäher von Bras hervorragend zum Mulchen geeignet. Und selbst wenn der Rasen nicht perfekt verteilt wird, hat man immer noch die Möglichkeit, ein zweites Mal über die Fläche zu gehen. Das war bei uns aber wirklich nicht notwendig. Dann wurde in den Bewertungen noch bemängelt, dass die Plastikteile nicht robust sind. Das kann ich jetzt weder bestätigen noch dementieren, da wir damit noch nicht so viel gemäht haben. Aber die Plastikteile machen insgesamt nicht den allerbesten Eindruck. Aber man kann die Ersatzteile direkt bestellen, was positiv ist. Des Weiteren verfügt der Benzinrasenmäher noch über die Easy Clean Funktion, die ich wirklich gut finde. Man kann einen Gartenschlauch direkt an den Rasenmäher anschließen. Wir haben hier einen Standard Gardena Aufsatz,
Dann wird der Rasenmäher eingeschaltet und das Wasser langsam aufgedreht. Dadurch verteilt sie es gleichmäßig in der Mähkammer und das Messer sowie die Unterseite soll gereinigt werden. Wir schauen uns das gleich an, ob das wirklich geklappt hat. Erstmal das Wasser starten und jetzt schauen wir unten drunter. Und ich war wirklich positiv überrascht, hat wunderbar geklappt. Der Innenraum bzw. das untere vom Rasenmäher und das Messer war hervorragend sauber. Wir haben ihn dann noch ein bisschen draußen stehen lassen zum Trocknen und haben mit einem Handfeger einfach das überschüssige Gras entfernt, was sich auf dem Rasenmäher ein bisschen angesammelt hatte, und waren dann innerhalb von 3-4 Minuten komplett fertig mit der Reinigung. Insgesamt macht der Rasenmäher damit auch einen sehr, sehr guten Eindruck. Mir hat der ganze Benzinrasenmäher von Bras sehr gut gefallen. Auch wenn er etwas schwer ist, aber es ist natürlich auch ein Qualitätsstahlgehäuse. So, das ist für mich dann eher positiv. Die Schnittbreite mit 46 cm ist schön groß und der Fangkorb mit 60 Litern ist ebenfalls sehr groß. Für mich ein ganz klarer Daumen hoch. Ich hoffe, euch hat das erste Video zu dem Bras Benzinrasenmäher gefallen. Lasst uns einfach ein Abo da und wenn ihr mögt, einen Daumen hoch.